Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schlag den John. Dies ist entweder das letzte oder das zweitletzte Video. Ja, kommt drauf an, wer gewinnt in Spiel Nummer 14. Moderatoren, lasst hören. Also, in diesem Spiel tritt Cindy gegen John an und das gute Spiel heißt 10-Fragen-Quiz. Oh, ein Quiz. Nein! Zu so später Stunde. Ein Gott. Ein es ist halb eins. Oh Gott, okay. Oh. Tja. Wie gesagt, diese Staffel ist schwer. Das soll jetzt auch so sein. Aber richtig. Ja. Also wie der Name schon sagt, es gibt 10 Fragen. Wer die meiste davon beantwortet, gewinnt. Das heißt, für euch... ihr schreibt mir in den Chat ein Plus rein, wenn ihr die Antwort wisst. Mhm. Sollte die Antwort falsch sein, kriegt der Gegner Punkte. Mhm. Und wenn keiner von den beiden Parteien die Antwort weiß, kommt eine nächste Frage. Wenn jemand falsch antwortet und der Gegner kriegt einen Punkt, dann ist die Frage auch sofort aus dem Spiel. Ja. Alles klar. Nee, ich bin doch so jung. 10 Fragen, ja? Unverbraucht. Ja. Alles klar. Wer am Schluss die meisten Punkte hat. Okay, ja. Gib dein Bestes, Cindy. Ich drück dir nicht die Daumen, aber ich wünsche dir als Kontrahentin alles Gute. Das ist Ansporn genug. Richtig. Gut, dann mal schauen. Matchspiel. Spiel Nummer 14 startet jetzt. Yo, da sind wir nun. Spiel Nummer 14. Die Regeln sind klar. Ein Quiz. Und ja... Ich mach mir hier schon mal alles bereit. Ja, denn der Schnellere darf ja antworten. Beispiel? Können wir gerne machen. Ja, gut. Mhm. Okay, dann suche ich mir mal eine schöne Frage aus. Probefrage, aus welchem Land stammt Tetris ursprünglich? John? Russland. Richtig. Okay. Ich glaube, wir haben es kapiert. Gut. Wie kannst du schneller sein als ich? Ich habe das Plus schon geschrieben. Oh, du Sau! Ja, hallo! Das mache ich auch! Ja, dann mach du das mal auch! Weit. Ich habe hier den Finger natürlich schon auf End, hallo? Ja, hatte ich auch, aber eben noch nicht auf Plus. Ach so. Es ist Plus. So ein. Ja, ich weiß. Hinterhältiger Bub. Yep. Okay. Kann's losgehen? Jawohl, wir haben uns beruhigt. Nee. Wir haben alle ein Plus geschrieben. Ja. Das finde ich gut. Also die erste Frage. Wie viele Spieleteile gibt es von Silent Hill? John? Wie lange darf man eigentlich nachdenken, wenn man drückt? Eigentlich sofortige Antwort. Okay, dann sage ich jetzt... Oh, scheiße, oh nein, verdammt, dann sage ich 9. Falsch. 8. Aha, das hatte ich sogar. Entschuldigung. Okay. Ich habe jetzt einen Punkt, ne? Ja. Oh. nächste Frage. Was haben wir denn noch? genau. Wie heißt das Add-on zu Gothic 2? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Also die richtige Antwort wäre die Nacht des Raben. Hm. Ach verdammt, ja. Ja, jetzt, ich ne? Hab dazu ein Let's Play in der Liste drin stehen. Mädchen, denk nach. Entschuldigung, meine Maus gerade runtergefallen. Die arme Maus. Entschuldigung, ich bin etwas hier. Es geht um alles. Läuft das Programm zur Aufnahme? Oder müssen wir es dann nachspielen? Nächste Frage. Wen spielt man in Splinter Cell? Ja, Cindy. Sam Fisher? Richtig. Ich war zu spät.
Verdammt, jetzt steht schon 2-0. Frauenpower. Nee, jetzt geht mal gar nicht. Doch, Frauenpower. Wie heißt der Hauptcharakter des Spiels Legacy of Kain Soul Reaver? Ist mir zu heiß, nee. Mach ich nicht. Ich wette, wenn es gesagt wird, schrei ich ganz laut. Och, verdammt. Garantiert. Also der Hauptcharakter heißt Raziel. Oh. Okay, ich habe was ganz anderes gedacht. Wahrscheinlich habe ich einen anderen Teil der Legacy of Kain gedacht. Auf welchem System erschien Tomb Raider das erste Mal? Ja, John? Oh, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich hoffe PlayStation 1. Sega Saturn. Nee, wirklich? Ja. Oh, Scheiße! Verdammt, Mann, ich schenke hier voll die Punkte weg. Oh. Okay. Ganz cool, ganz cool. Goosraba. Sega Saturn, ey, so eine Scheißkonsole. Ja? Wie heißt die Infektion aus Resident Evil 4? Sehen die? Das Plagas. Richtig. Booyah! Yeah! Zum Glück habe ich nicht gedrückt. Ich wollte irgendwas von Ouroboros-Virus oder so sagen. Ja, die heißen Ouroboros. Ja, ja. Das, ja Gott, das wäre aber Teil 5 gewesen. Mit was werden die Geister in Project Zero bekämpft? Ach, verdammt, ich hab zu spät. John? Mit einer Kamera. Jetzt sag noch den Namen. Ja. Du musst den Namen sagen. Das ist eine Kamera. Du musst den Namen sagen. Der hat einen Namen. Ich kann's sagen, ich weiß es. Ah, Obscura. Moment. Kamera Obscura. Ha! Nee! Endlich mal ein Punkt, okay. Mensch. Das gibt's ja wohl nicht. Viele sagen Kamera Obscura, das ist aber falsch. Ja. Gehen wir mal ein bisschen in die ältere Spielegeneration. Nee, das ist unfair. Wem gehört das Haus aus den Spielen Seven Guests and 11 Hours? Wem gehört das Haus? Ach du Kacke. Was ist denn das? Das Spiel kenne ich nicht. Was ist das? Irgendwas mit Horror, stimmt's? Ja, ich möchte zu Halloween möchte ich 11 Hour spielen. Aua. Das A-U-A, Aua, ne? Aua, Aua. Ja. Elftes Aua. Nee, aber, Gott, wem hat denn das gehört, ey? Puh, das ist eine Hammerfrage. Ray Simmons. Keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Ist das PC oder Konsole oder was ist das? Das PC. Uralt DOS-Game. Hm. Boah. Wow, DOS. Krass. Aber ist super, ist klasse. Schöne Filmsequenzen. Hm. Aber, also ey, weiß keiner? Nee, keine Chance. Hm. Henry Stauf. Ich kenne das Spiel nicht. Wie steht's okay. denn eigentlich? Also für dich 4-1. Das heißt, wenn ich noch einmal gewinnen würde, ist es vorbei? Oder? Fast. Verdammt. Wie heißt die korrupte Corporation aus Star Wars Knight of the Old Republic 1 und 2? Ich hasse Star Wars. Ich hasse Star Wars auch. Oh. Außer die Wookies. Wookies sind toll. Ich liebe Wookies. Weil ich KOTOR gespielt habe. Ich müsste eigentlich drauf kommen. Hm. Wookies sind wirklich, wirklich toll. KOTOR. Ich mag ja Spaceballs lieber. Ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. Ich weiß es nicht. Ich kämpfe die Wüste. Die richtige Antwort wäre Shaka Corporation gewesen. Oh Gott, da wäre ich nie drauf gekommen. Schwere Fragen. Richtig schwer. Mal was Leichtes. Also das sollte man wissen. Mhm. Wie heißt Marius Dinosaurier-artiger Freund? Boah. Ja, John? Dammt! Yoshi. Jo. Ich mag Yoshi. Njam. Um,
Auf welchen Kopfgeldjäger trifft man in Metroid Prime Hunters in der Einzelspielerkampagne als erstes? Oh, wie heißt der? Oh, verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab sein Bild vor Augen. Aber der Name fällt mir nicht ein. Ich passe. Richtige Antwort wäre Kanden gewesen. Was für ein Ding? Kanden. K-A-N-D-E-N. Geschrieben. Kanden. Kanden. Ich kann es auch noch betonen. Nee, nee. Wer entwickelte Diablo? What the fuck? So ein Scheiß spiele ich nicht. Ja, John. Blizzard Entertainment. Ja, fast. Blizzard North. Ja. Hey, der hat einmal falsch geraten. Das ist das gleiche in grün. Es ist erstens blau und zweitens nein. Wer ist König Roba, der dritte in Arcania? Ist ein Gothic-Teil. So. Wieder keine Ahnung. Gothic ist bei mir. Ich habe Teil 2 mal gespielt, das war ganz lustig. Bin ständig in das Puff gegangen und habe die Diebesgilde erst mich voll eingeschleimt, verarscht. Und das fand ich so toll, aber seitdem habe ich es nie wieder gespielt. Tja, wäre jetzt hilfreich. Stimmt. Also, das ist der namenlose Held aus den ersten Teilen. Ach so. Ja. Der Name? Skandal. Ja, ja. Wie viele Teile gibt es von Monkey Island? Eiländisch Island! Mensch! Ja, ist doch scheißegal, Mensch. Ja, John. Oh, warum habe ich gedrückt, ey? Ich könnte mich so hauen, ey. Ich weiß nämlich gar nicht genau. Ich schwanke zwischen 4 und 5 und sage 4. Richtig. Oh. Wie steht's denn jetzt überhaupt? 4-4. Oh Gott, wie viele Fragen haben wir noch? Tja, ihr habt jetzt 8 und ihr habt noch 2. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, das ist fies. Kommst du mal auf ein Genre, was ich auch spiele? Ich mag Monkey Island. Dafür werden mich mal wieder 10.000 Leute hassen, aber ich mag es einfach nicht. Ist doch so süß, vor allem Teil 2. Nein, das ist nicht süß. Nein, das geht mir so auf den Keks. Überall immer nur dieser Scheiß. Komm mal, dreckiger Pickup hinter dir. Kennst du nicht Monkey Island? Nee, kenn ich nicht. Ist mir auch egal. Ja, das war ein Statement. Aber hallo. Oh Mann, ich will nicht mehr. Ja, toll. Auf welchem Planeten spielt sich die Handlung von Borderlands ab? Cindy? Pandora. Richtig. Booyah! Ja, da kommt es wieder raus, dass ich bisher immer noch keinen Borderlands gespielt habe. Naja. Das Schlimme daran, John könnte immer noch einen holen, dann müsste ich eine Stichfrage stellen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Nein, machen wir nicht. Stell ich dir jetzt eine Frage zu, was habe ich hier stehen? Persona, stell eine Frage zu Persona. Nee, stell eine Frage zu, nee, da kennst du dich auch aus. Stell eine Frage, ach egal, stell einfach eine Frage. Okay, stell einfach eine Frage. Was nehmen wir denn da? Von wem bekommt Kratos aus God of War seine Chaosklingen? Boah, der kriegt so viel. Das ist das erste Item, was er kriegt. Ja, von irgendeinem griechischen Etwas. Keine Ahnung. Ich bin mir zu 70% sicher, aber ich traue mich nicht zu drücken. Ach, ernsthaft. Komm, trau dich. Nein, nein, das mache ich nicht. Aber ich ärgere mich, wenn das richtig ist. Oh, scheiße. Du hast eine 50-50-Chance, also. Nee, nicht bei den vielen Göttern in Griechenland. Verdammt. Das ist schwierig. Also, es wäre Ares gewesen. Ah, ich lag richtig! Verdammt! Entschuldigung. Mir geht's gut. Eigentlich geht's mir nicht gut. Nein. Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Oh, fuck! Ja. Mann! Weißt du, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Mir gehen gerade die Fragen aus.
Das ist aber schlecht vorbereitet hier. Machen wir doch einfach so noch eine und dann habe ich gewonnen. Nee. Wir können dir auch nochmal so 5 Minuten Zeit lassen, du suchst noch ein paar schöne aus und so, das ist ja kein Ding. Herzinfarkt, dann bist du dafür zuständig, dass hier eine Leiche rumliegt, ist dir klar, ne? Man muss Opfer bringen, wenn man bei Schlag den John gewinnen will. Ja, sag das mal meinen Eltern. Ach so, okay. Die kommen dann rüber und dann gibt's erstmal saftig Ärger. Machen sie dann bei Staffel 3 mit. Ja, dann machen sie sich auch bloß fertig. Yay. Okay, was haben wir denn hier noch? Wie heißt der Nachfolger von Morrowind? John? Oblivion? Ach, ja. Ich wollte drücken, aber ich war mir nicht sicher. Oh. Ich hasse dich! So, steht 5-5. Finalfrage! Warum habe ich nicht einfach gedrückt? das ist so fies. Das soll nicht an mir scheitern, dann fühle ich mich mein Leben lang nie. Hey, aber du. Also egal wie es endet, spannender geht's ja wohl nicht. Ja, die ändert nichts daran, dass ich dich gerade ziemlich hasse. Okay, das vergeht. Nee. Nie wieder wird das vergehen, ich werde dich deabonnieren. Nein, ja. Bitte nicht! Ich werde dich klonen! Mach mich total kirre. Wäre der Hauptcharakter von Resident Evil 1.5 geworden, wäre das Spiel offiziell erschienen. Ist mir zu heiß. Drücke ich nicht. Ich könnte zwar fast... Nee, ist mir zu heiß. Nee. Elsa Walker. Wer? Elsa Walker wäre der Hauptcharakter gewesen. Boah, zum Glück habe ich nicht gedrückt, ich wollte Chris sagen, ey. Super. Du macht's mir echt nicht einfach. Entschuldigung. Geht's gut? Nein. Diese Anspannung. Ich krieg Schmerzen in der Achsel. Heißt das, ich krieg einen Herzinfarkt? Ich glaub schon. Na, ganz toll. In welchem Spiel ist Sephiroth der Bossgegner? John? Final Fantasy 7. Ich hab die Lieb schneller gedrückt. Das ist unfair. Ja, ich hab schon bei dem Wort Boss gedrückt. Ich auch! Dann habe ich eine schnellere Internetleitung. Ich hasse dich. So offiziell, ich hasse dich. Ach, verdammt. Und dann ist es noch an einer Final Fantasy-Frage gescheitert. Das ist nicht gescheitert! Ich hätte ja auch die Antwort gewusst! Ja, das hast du recht. Gescheitert, meine Fresse. Scheiß Ares, ich hasse dich. Mann. Och, Menno. Ja, gut. John hat da. Ich hasse dich auch, ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ich bin kein guter Verlierer. Ja, das ist eine neue Erkenntnis. ja, Freunde. Ares, ey, zum Kotzen. Ey, dafür habe ich dir Punkte geschenkt am Anfang. Da hätte ich abkotzen können, ey. Drei, vier Mal. Seid so gute Mutetäter hier, weil ich warte, ne. Ja, ne? Nee, natürlich nicht. War Leichtsinn. Ja, Leute, es ist vorbei. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist vorbei. Es wird noch ein Abschlussvideo geben. Ich weiß nicht, ob es heute noch kommt. Deine Barbie in den Hinterlauf, kannst du wetten. Boy. Cool bleiben. Nein! Du kannst ja. Das war extra eine schwarze. Du kannst ja jetzt im Abschlussvideo, wo wir alle nochmal zusammen sind, nochmal schön upragen. Ne? Ja, Leute, bis gleich, ja? Das ist zum Kotzen!